Die spanische Königsfamilie tut offenbar alles, um vergessen zu lassen, dass Ex-König Juan Carlos aus Spanien verschwunden ist. Selten zuvor waren König Felipe und Gattin Leticia in ihrem Urlaub so beschäftigt. Ein offizieller Besuch folgt dem anderen. Zum ersten Mal besuchten die beiden Royals das ärmste Viertel auf der Insel Mallorca, Son Roca. Die beiden Töchter Leonor und Sofia waren auch dabei beim sozialpädagogischen Projekt Naum Son Roca, mit dem den Kindern und Jugendlichen in diesem von Armut gekennzeichneten Ort geholfen werden soll. Infantin Sofia ist nach einem Sturz am Knie verletzt, dennoch hinkte sie am Vortag mit ihrer Schwester und ihren Eltern durch die Straßen der Stadt Petra, dem Geburtsort des bekannten Franziskanermönchs Junipero Serra, dem Gründer von San Francisco in den USA.